Hallo zusammen, heute gibt es die Singvogelaufnahmen aus meinem Garten und ihr könnt glaube ich schon erkennen, heute bin ich nicht in meinem Garten, ich bin heute woanders unterwegs, aber ich habe gedacht, schaut mal dahinter, das muss ich euch mal zeigen, eines meiner Lieblingsbiotope in meiner Nähe. Gut, jetzt aber zu den Singvögeln, ich werde jetzt gar nicht viel dazu sagen vorweg, ich erzähle euch einiges dazu. Seid gespannt, da ist auch eine ganz große Überraschung mit drin. Ich beginne mit einer Aufnahme von vor 2 Wochen, als noch Schnee lag. Und ja, da hat es teilweise sogar noch geschneit. Später kam dann die Sonne raus. Und ich lasse auf dem Apfelbaum immer ein paar Äpfel hängen. Die essen nämlich einige Vögel sehr, sehr gerne. Vor allem dann, wenn die Nahrung knapper wird und viele bedienen sich hier und holen sich Vitamine. Und die Äpfel halten sich ganz gut, solange sie noch am Baum hängen. Eine Amsel, schöne Belegaufnahme, mehr leider nicht, der Zweig davor ist leider etwas schade. Und als nächstes kam eine Wacholderdrossel. Und die hat mir den Gefallen getan und sich einen anderen Apfel ausgesucht. Und das sieht doch gleich viel besser aus. Ja, und klar, wenn die Sonne scheint, sind einfach die Farben anders. So, jetzt zeige ich euch, was man machen kann, wenn man in Zeitlupe aufgenommen hat. Als nächstes kommt jetzt eine Blaumeise. Und bei der habe ich Folgendes gemacht. Der Anfang, wenn sie anfliegt und wenn sie auf den Apfel springt und der Schnee durch die Gegend fliegt, das habe ich in Zeitlupe gelassen. Dann die normale Fressaktion am Apfel läuft im normalen Tempo ab und am Ende, bevor sie wieder abfliegt, wieder auf Zeitlupe umgeschaltet. Der nächste Gast war ein Rotkehlchen am Apfelbaum. Leider nicht am Apfel, aber schön, dass es trotzdem da Platz genommen hat, denn da gibt's bei mir im Garten nicht so viele. Die Türkentaube, die ist jetzt so ein gutes Beispiel, die sitzt ungünstig da. Das habt ihr bei mir bei den Schmetterlingsaufnahmen auch schon miterlebt. Das ist natürlich nicht so toll, aber sie reinigt ihr Gefieder und dreht jetzt den Kopf um. Kann jetzt für mich eigentlich besser gar nicht sein für einen Filmclip. Ja, Film ist kein Foto, ich brauche Bewegung und wenn sie typische Aktionen vornehmen, dann ist das natürlich perfekt. Allgemein sind Vögel von vorne fotografiert oder gefilmt natürlich schöner. Aber ich lasse sie jetzt einfach mal ein bisschen gewähren. Ah, und das ist jetzt so ein typisches Bild, das könnte man auch in einem Naturfilm für Freiland verwenden. Das sieht kein Mensch, dass diese Aufnahme in einem Garten entstanden ist. Die Kohlmeise, die zeigt uns, dass sie auch auf Insektennahrung steht. Viele Singvögel sind ja reine Vegetarier und benötigen Insekten oder Spinnen oder Würmer nur für ihren Nachwuchs, aber die Kohlmeise gehört da bestimmt nicht dazu. Wer hier unter den Flechten sucht und in den Baumritzen,
der sucht nach Insektenlarven. Das ist jetzt 400 mm auf MFT voll ausgefahren, das Tele, und seht euch mal an, wie toll der Stabilisator arbeitet. Das ist jetzt per Hand auf dem Stativ geführt und nachgezogen und eingeschalteten Videostabilisator. Liegt natürlich auch zusätzlich daran, dass die Aufnahme in Zeitlupe ist, aber ohne den Stabilisator würde das auf die Entfernung ganz schön ruckeln. Diese Aufnahme, die entstand vor ein paar Tagen, der Schnee war schon wieder weg und mein Zelt war jetzt in Richtung Futterhäuschen postiert und gleich nebenan ist dieser Zierapfel. Und die Amseln, die haben die Äpfel so malträtiert, dass sie vom Baum gefallen sind und dann waren sie uninteressant. Ja, und dann wechseln sie auf den Zierapfel, der ist genauso beliebt und mit Sicherheit auch genauso vitaminreich. Die Amsel saß ungefähr 2 Meter von mir weg. Ja, und warum gehen sie nicht mehr an die Äpfel am Boden? Also ich glaube, das hat vermutlich 2 Gründe. Wenn der Apfel nicht mehr die Verbindung zum Baum hat, dann fault er deutlich schneller und ja, das wird wahrscheinlich dann nicht mehr so attraktiv für sie sein. Und natürlich auch die Gefahr am Boden, Katzen einfach. Ich glaube, dass Vögel sich mittlerweile dieser Gefahr durchaus bewusst sind. Ja, und an dem Zierapfel, da fressen sie jetzt noch bis in den Februar rein, bis eben keine Frucht mehr oben ist. Die fressen die wirklich alle runter. Ja, und wer war vorhin schon am Apfel? Genau, die Blaumeise, und die ist auch gerne am Zierapfel. Und die filme ich eigentlich fast nur noch in Zeitlupe, weil die meistens nur ein paar Sekunden da dort sitzt. Und da hat man in normalem Tempo eigentlich keine brauchbare Aufnahme. Aber mit Zeitlupe ist es dann immerhin in dem Fall 5-mal so viel. Also aus 4 Sekunden werden 20. Und die Bewegungen beim Fressen, man sieht einfach deutlicher, was passiert. Und es sieht irgendwie auch eleganter aus. Hier kann man schön sehen, ja, nicht so ganz, sie ist etwas verdeckt, wie eine Blaumeise ein Samenkorn öffnet, damit sie an den Inhalt kommt. Und das Samenkorn, das wird richtig gewaltsam aufgehackt. Und die nächste, die hat sich dann sogar noch besser postiert. Und hier kann man das richtig schön beobachten. Das waren auch ungefähr 2 Meter Abstand zu meiner Kamera. Also bei diesen ganzen Aufnahmen hier war kein einzig gekropptes Bild dabei. So, und jetzt zu meinem Highlight. Das ist ein Sperber und der war gerade mal 4 Meter von mir weg. Und ungewöhnlich ist, dass ein Raubvogel mein Zelt und auch meine Objektivöffnung von vorne nicht erkennt. Normalerweise ist das No-Go. Bei Raubvögeln muss man sich ganz anders tarnen, da reicht ein Zelt normalerweise nicht. Ich habe ihn schon öfters beobachtet, der kommt alle 2-3 Wochen einmal vorbei, und aber so schnell, dass man ihn eigentlich gar nicht filmen kann, weil immer dann, wenn man ihn nicht erwartet, dann kommt er. Und er fliegt
dicht an der Hecke vorbei und schanzt dann über die Hecke drüber zum Nachbarn. Der hat auch eine große Vogelfütterung dort. Und da schnappt er sich dann einen Singvogel. Und dann noch natürlich Riesenglück, dass er sich genau bei mir absetzt und den frisst. Ich habe jetzt hier noch nicht mal die 400 mm ausgefahren. Ja, dahinter ist ein Haus. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich fahre jetzt die 400 mm aus. So nah wie der ist, könnte das Haus hinten verschwimmen. Ja, und ist letztlich auch so. Und wenn ich jetzt noch reinkroppe, das mache ich jetzt mal, weil das ist ganz locker möglich bei der Bildauflösung. Ja, dann könnte ich das als Freilandaufnahme genauso hernehmen. Also der Sperber, der war mein Highlight absolut an dem Tag und der fraß da fast 5 Minuten vor sich hin gemütlich und düste dann mit dem Rest einfach ab. Ja, das war's wieder für heute. Danke für euer Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.